Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Gameplay von mir. Heute spiele ich für euch die Demo von Sniper 2. Ja, ist ein Fortsetzungsteil, 2011 erschienen und für Xbox, PlayStation und natürlich auch für unsere Freunde am PC. Und genau, ich spiele es ja wie immer am PC. Die Demo kann man sich über Steam runterladen. Das ganze Spiel läuft über Steam, kann man sich bei Steam kaufen oder auch bei Amazon. Kla kostet, würde ich sagen, jetzt nur noch 10 € oder 20 maximal. Ich will nicht so viel reden. Wir fangen gleich einmal an, das Spiel zu spielen. Die Demo. Genau, auf welchem Schwierigkeitsgrad? Ich denke, Mittel ist ganz gut, da wird das Gameplay nicht zu lang und auch nicht zu simpel. Genau, Start. Bis hierhin weiter nicht. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden, die mitmischen will. Wir treffen uns dort. Wird gemacht. Waldmanns Heil. Genau. Waldmanns Heil. Viel Glück bei der Mission. Und, ah, da ist ja schon ein Gegner. Ja, besonders fies von dem jetzt nicht mehr da. Wir sind wir hier irgendwo auf den Philippinen, haben ein Einsatzziel, was wir töten sollen. Sicher, Einsatzziele. Und das Ganze ist Ego-Shooter, wie der erste Teil. Und ja, wir haben bei dieser Mission zumindest einen Freund dabei, da oben seht ihr ihn, der uns hier bei dieser Mission leitet. Halt, nicht schießen. Kontakt, ein Soldat. Auf die Plätze. Genau, da unten ist direkt Bereit. Schon unser erstes Ziel, das wir ohne lange zu zögern eliminieren. Was macht er da? Cole, check das mit der Thermaloptik. V. Ja, das die Wärmebildkamera funktioniert exzellent und wie wir sehen, ist noch jemand hier in dem Schuppen drin. Okay, weiter. Vorsichtig. Den hat's ausgenockt. Weiter geht's direkt. Mir gefällt dieses Spiel ziemlich gut. Man hat zwar nicht besonders viel Selbstentscheidung. Irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfiltration Shitstorm. Genau, wir wollen ja, dass weiterhin alle glauben, dass sie allein sind. Und nicht wissen, dass hier wir da sind, um ihnen einen kleinen Besuch ich höre etwas. Abzustatten. Unten bleiben. Rechte Seite. Oh, zwei Ziele. Sieht aus, als ob die alleine sind. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. Auf die Plätze. 3, 2, halt. Knappes Ding. Beinahe hätten wir geschossen. Verdammt, das war knapp. Und zu viele, wir müssen ausweichen. Bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten genau. lassen. Genau. Unser lieber. Unten links dieses Piepen zeigt uns an, ob wir gesehen werden und wenn dieser Kreis komplett entdeckt sind, wurden wir entdeckt und es wird auf uns gefeuert. Ansonsten ist es praktisch nur, dass der Gegner denkt, war da etwas? Ich weiß nicht. Soll ich nachschauen? Und wir machen auf uns aufmerksam. Ich finde dieses Spiel eigentlich für 2011 ziemlich schön animiert. Es macht ziemlich Spaß, sich hier die Landschaft anzuschauen. Ich werde mir auch, glaube ich, mal die Vollversion jetzt bald holen und mir Sie kommen hierher. Davon auch ein Display spielen. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung, darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben ja einen dickeren Fisch an der Angel. Okay, weiter. Genau, vorsichtig. Was die gesagt haben, ist jetzt erstmal egal. Widmen wir uns mal unten rechts mit der Anzeige, was die zu bedeuten hat. Da sehen wir einmal oben unseren Herzschlag, der jetzt gerade bei 78 Schlägen, 79 Schlägen in der Minute ist. Darunter ist eine Lungenanzeige, das heißt, wenn wir tauchen, kann ich gerade nicht zeigen. Gleich. Ein Motor, runter! Lass sie vorbei! Okay. Ein
Motorboot. Uns wird auch da 2 Meter entfernt unser Ziel angezeigt, was jetzt gerade die unsere Kontaktperson ist, bei der wir uns dranhalten. Und ja, was sehen wir da drunter? Das ist eine Lungenanzeige, die hier drunter. Da drunter ist 8 Schuss. Eingestellt auf Einzelschuss. 8 Schuss im Magazin. Muss, glaube ich, nach jedem Schuss trotzdem nachladen. Genau. Und den statten wir jetzt einen Besuch ab mit dem Messer. Das hat schon etwas geruckelt gerade, aber... Naja, mal schauen. Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Geländestreifen. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. In Bereitschaft bleiben. Ich sage genau, wir haben uns hingelegt und... Vorsicht, Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch. Boot in unserem Sichtfeld. Nicht schießen. Verdammte Scheiße. Ja, ich weiß. Abwarten und Tee trinken. Genau, denn da hinten fährt gerade ein Boot lang. Ich finde das Spiel vom Design ziemlich gut gestaltet. Unten mit der Map, die wir sehen, und unsere, also die gröbsten Anzeichen, die man braucht. Und unser Gewehr ist auch ziemlich schön. Es macht mir eigentlich ziemlich Spaß, dieses Spiel zu spielen. Sehr zu empfehlen. Mist. Ruhig bleiben, noch nicht schießen. Den dürfen wir jetzt noch nicht abknallen, sonst wäre es das gewesen. Das war knapp. Boot ist aus dem Weg. Ballere sein Hirn weg, bevor er zurückkommt. Mit dem roten Kringel sehen wir, okay, der Knabe auf dem Anleger ist wie sich das durch den Flugwinkel und Windstärke und so abweicht. Das wird gleich berechtigt auf jedem Schwierigkeitsgrad. Sonst würden wir daneben schießen. Ein Ziel am Lagerfeuer bewegt sich. Mal sehen, wo er hin will. Mal sehen, wo er hin will. Wir können hier auch ziemlich... Frei, leg an! Linke Seite. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Genau, das musste jetzt mal in die Schulter geschossen werden. Razor 3-1, gib mir einen weiter Lager geht's. Hier ist 3-1. Wenig Widerstand am westlichen Ufer. Unsere ungefähre Ankunftszeit am Treffpunkt ist planmäßig. Over. Verstanden, 3-1. Immer mit der Ruhe, Keller. Und weiter geht's. Das Video hängt, das Spiel hängt zu leicht. Wenn ich nicht so schnell renne, geht's. Wenn ich schnell renne, geht's auch. Das ist manchmal etwas, aber es hängt nicht so schnell, nicht so dolle wie das unser letztes Video. Mein letztes Gameplay, was ich gemacht hatte. Das war nicht so schön. An den beiden auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbemerkt vorbei. Nimm den rechten ins Visier. Ich nehme den linken. Und. Bonjour. Genau. Folge mir. Der hat nichts mehr mitgekriegt. Wir laden mal nach. Wir haben nämlich nur noch 3 Schuss im Magazin. Also eine Person. Feuer einstellen. Abwarten. Lieber nicht schießen. Okay. Unter dem Steg. Weiter geht's. Was ich sagen wollte, mein letztes Gameplay über Just Cause 2, ihr könnt es euch gerne anschauen. Klickt einfach auf mich drauf, dann seht ihr das. Da sieht man ziemlich, das hängt noch ziemlich, da habe ich noch Fehler gemacht mit dem Aufnahmeprogramm. Jetzt geht das so, aber ja, das ist jetzt gerade nicht so das Thema. Es geht weiter. Nicht eingreifen. Okay, weiter. Vorsichtig. Wir wurden gerade schon gesehen. Deshalb bin ich mal schnell untergetaucht. Und jetzt, wenn ich untertauche, seht ihr es auch, unser Sauerstoffanzeige geht rückwärts. Das heißt, wir verlieren dann irgendwann Leben unten und müssten ein Medi-Cat benutzen. Oh, da läuft hier einer. Ich höre etwas. Aber nicht eliminieren. Hier sind überall Zielpersonen. Dieser Vorstellung, dass die hier überall langlaufen und aber keinen Plan von uns haben, ist ziemlich cool. Okay, weiter. Vorsichtig. Weiter geht's. Und Abbruch klettern.
dieses Spiel ist, was viele negativ zu bemängeln hatten, war halt, dass dieses Spiel, Achtung, tut mir leid und tschüss, gute Nacht, dass man halt ganz, ganz wenig selber entscheiden kann. Es wird einem wirklich alles vorgesagt, was man machen muss. Anders wie zum Beispiel bei Hitman, wo man sich bis ins kleinste Detail alles planen muss und nur mit dem kleinsten Fehler dann die ganze Mission verkackt. Das ist hier genau das Gegenteil. Man kriegt gesagt, was man machen soll. Und wenn man das befolgt, kriegt man überhaupt keine Probleme. Allerdings, wenn man das nicht befolgt, sondern einfach nur nach einer eigenen Technik rumballert, war's das. Dann hat man's verkackt. Verdammt, was ist das? Ein altes Flugzeug. Ziviles Sportflugzeug, alte Bauart. Sieht instabil aus. Kriegen wir das in Gang? Wir haben keine Wahl. Das Ding versperrt uns die Sicht. Mal schauen. Nach dir. Oh, Scheiße! Wir bringen das schnell zu Ende und hauen ab. Ja, schnell zu Ende bringen und dann abhauen. Okay, erstmal das Fernglas öffnen. Lasst uns mal schauen. Erstmal nicht schießen. Das ist ziemlich cool, das Fernglas. Das wird nicht einfach werden. So ein Fernglas wollte ich auch mal. Das erkennt direkt die Gegner, beziehungsweise andere Personen. Nicht zur rechten Campseite. Die Position im Wasser ist zu offen. Da werden wir in Fetzen gerissen. Links ist deutlich besser. Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, können wir sie dezimieren. Schieß auf mein Kommando. Wir müssen hier ganz präzise vorgehen. Extremst präzise. Geil aus. Genau, weg. Immer der Reihe nach. Check die beiden auf der Sandbank, die das Boot reparieren. Zuerst den, der den Motor repariert. Ja, der andere macht ja relativ wenig reparieren. Jetzt den zweiten anvisieren. Gute Nacht. Okay. Scharfschütze im höchsten Haus. Er ist Priorität Nummer 1. Schau nach links. Unser Mann umkreist das Gebäude. Das wäre beinahe knapp geworden. Warte, bis er hinter der linken Mauer untertaucht. Hoppala. Zwei Soldaten hängen im Haus herum. Siehst du sie? Ja, die sehe ich. Ich sehe sie. Schieß auf das Funkgerät rechts vom Haus. Das lenkt sie ab. Okay. Und damit, das hat er gehört und dann geht er halt mal gucken. Alter, ist ja beinahe knapp geworden. Er hat das noch gesehen, dass sein Gegner umgefallen ist. Ach, sein Freund umgefallen ist. Na gut, das war ja jetzt gerade ziemlich cool animiert und... Scheiße. So schnell geht's und... Die Aufnahme ist gerade bei 13 Minuten und wir sind irgendwo, mussten wir untertauchen und wir tauchen jetzt einfach mal. Oh Mann. Wir müssen abhauen, die werden das hier gleich untersuchen. Das fallende Flugzeug, deshalb sind wir von unserer normalen Mission abgekommen und ich folge jetzt einfach mal meinem Kumpel. Oh, da ist ein zweites Flugzeug, ein zweites Boot. Das check ich mal mit der Thermaloptik. In Ruhe lassen. Wir müssen versteckt bleiben. Fuck. Okay, so wie das aussieht, sind das schon ein paar Gegner. Keine falsche Bewegung. Los. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange das Gameplay geht, deshalb ich werde es irgendwo teilen bei einer Länge von... ...20 Minuten. Guter Schuss. Genau, die zwei muss ich schnell okay, mal ausmoppen. Vorsichtig. Und weiter geht's. Auch schon. Wir müssen sie ablenken, um zum Strand zu kommen. Genau. Lass uns C4 im Haus einsetzen. Das sorgt für ordentliche Ablenkung. Roger. Okay, da ist C4.
Dann muss ich da mal hinkriechen. Meine Freunde, tut mir echt leid, dass ihr so schön auf so eine wunderschöne Art und Weise sterben musstet, aber... Das ist mein Einsatzziel. Und das C4? Pappen wir dran. Schöne Sache. Und weiter geht's hier unten. Mir gefällt dieses ganze Image, wie das hier gestaltet ist, wie man hier durch dieses Gras kriecht und durch das Wasser schleicht. Kommt bei mir persönlich ziemlich gut an. Ich weiß aber nicht, ob das ganze Sniper-Spiel so ist. Es kann auch sein, dass man nochmal Einzelgänger-Missionen hat, aber wenn das ganze Spiel so ist wie das hier und dann für 10 Euro, schon sehr empfehlenswert. Aber falls ihr hier gerade die Demo schaut und euch das anregt und ihr seht, das sieht ziemlich cool aus, macht Spaß. Einfach, wenn ihr einen PC habt, über Steam runterladen und schon könnt ihr das Ding spielen. Okay. Spring das C4, Cole. Und alle rennen sie jetzt dann hinter. Lass sie vorbei. Es hat geklappt. Weiter. Und weiter geht's. Wir rennen einfach mal unserem... Rennen wir los und lassen wir die jetzt hier zurück. Okay, weiter. Vorsichtig. Coole Sache. Schnell ins Wasser. Die zwei Vollpfosten kriegen auch gar nichts mit. Und ich renne zu meinem Partner. Der war gerade echt gut getan. Ich habe gedacht, der wäre viel weiter hinten. Dann ist es zur Wache ein direkter Schuss. Spannend gerade. Und ihr werdet sehen, da ist das nächste Ziel. Aber bevor ich ihn jetzt hier hinrichten werde, fuck, kann ich das mit der Thermaloptik regeln? Ich weiß nicht, aber das werdet ihr sehen. Nämlich in der nächsten Folge.